Recht herzlich willkommen zur 90. Folge von Aborion. Ja, da hinten sind drei Zolltonnen oder sowas und dann sind da noch ein paar Piraten. Hier ist unsere Station und wir sind irgendwie schlecht beraten mit unserem Schiff, weil das so unwahrscheinlich schlecht steuern lässt. Ich gehe mal schnell im Baumodus und überlege mir gerade noch, was ich vielleicht verbessern könnte. Aber wir sind jetzt hier auch nicht gerade mit Dingens gut bestückt, weil diese. Sag schon, Trägheitsdämpfer gibt es nur in Eisenform, ne? Und ja. Müssen wir mal schauen, wo wir die hinsetzen, wenn. Erstmal machen wir die ganz flach, denke ich, und dann bisschen breiter, bisschen höher. Noch ein bisschen breiter. Ist die Frage. Spiegeln wir das gerade? Und dann können wir es aber uns auch schon nicht leisten, wie man sieht, ne? Ja. Ist das so? Zum kleiner machen. Ich glaube, das ist auch die falsche Achse erstmal. X-Achse wäre es, genau. Okay, das ist die Höhe. Ich wollte jetzt aber die Breite. Ah, jetzt geht er. Da auch hin. Was haben wir denn 300? Ne, 576. Ja, schade. Das geht noch. Gut. Dann machen wir das mal. Und schauen dann, ob es damit besser ist. Sind wir wieder raus hier? Ja. Lass mal gerade gucken, was war das hier? War das ein Abbauer oder? Ein Abwracker, wir haben keinen Bergbauer. Oder haben vielleicht einen, aber nicht installiert. Quartiere 18, nötige Kanoniere 2 von 14, deswegen klappt da auch nichts. Okay. Dann müssten wir. Das sind die Bergbauer. Ne, Ingenieure sind das. Wo sind denn die Bergmänner? Da sind die. Haben wir sowieso gerade nicht, dann macht es auch keinen Sinn, die auf dem Schiff auszuwählen. Ne? So, was sagt er jetzt hier oben? Nicht genug Besatzung für alle Bergbautürme. Jetzt lass mal überlegen, wenn er sagt Bergbautürme, wir haben noch, haben wir denn Bergbautürme alle installiert hier? Tesla? Nö. Da ist ein Abwrackgeschützturm. Genau. Dann. Ist jetzt erstmal nicht entscheidend, oder? Also da machen jetzt die Toltern die Dingens kaputt. Und das ist unsere Ölstation, ne? Ölbohrturm. Wir hatten ja jetzt noch ein bisschen Probleme mit dem Aufnehmen von Rohstoffen, ne? So. Es blinkt hier nichts rum. Wir haben hier eine tolle Station, die irgendwo im Nirgendwo ist und keine Handelswege und sowas. Da ist ein Notruf. Wo fliegen wir denn mal hin? Warum ist das da abgehackt? Handelsposten, Reparaturdock. Ich glaube, das wird unser Ziel mal gerade sein. Da unten müssen wir hin. Gut, das geht. Dann springen wir mal in die Richtung. Und wir können da nicht rüber. Warum das nicht? Das ist ja ganz komisch, oder? Wieso geht der Riss hier lang? Der ist doch hier oben. Reparatur, Handelsposten, Ressourcen. Ne, okay, dann geht's halt dahin. Gucken wir, ne? Okay, Sprung geht. Und dann noch mal kurz da rein. Und dann müssen wir da zielen und warten, bis da der Timeout auf jeden Fall ist. Sprung ist berechnet, aber wir müssen noch 14 Sekunden warten. Können aber gerade mal hier reingehen und Schiff reparieren drücken, ob das geht. Ja, wir haben irgendwo ja letztens noch einen Schaden genommen, meine ich.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. So, jetzt sind wir auch irgendwo. Das ist das Ressourcendepot. Wer ist das? Das ist ein Handelsposten, ne? Ja. Haben wir eigentlich irgendwelche Teile hier eingebaut? Ja, haben wir. Antriebsupgrade. Generator-Upgrade. Und Quantum-Hyperraum. Okay. Handelssystem haben wir hier noch eins. Das ist ein C43-Detektor, exotisch. Okay. Den Hyperraum brauchen wir gerade nicht. Da gucken wir gerade mal hier rein. Aber ich glaube, der hat uns jetzt auch nichts gesagt, dass hier was ist. Bergbausystem brauchen wir nicht. Dann nehmen wir nochmal, achso, da müssen wir besser das erst rausbauen. Und dann das Handelssystem reinbauen. Na? Treffen ist Pflicht, ne? Macht er nicht. Oder hat er gemacht, aber ich sehe es nicht mehr. Entfernt. Haben wir es rausgeschmissen oder was? Nein. Es wird aber angezeigt auf jeden Fall. Hier kann man jetzt Klamotten hin und her bringen, ne? Was haben wir denn jetzt? Antigrafeinheiten noch? 18 und 18. Können wir hier und hier verkaufen. Unterer Wert würde gehen. Oberer jetzt nicht so, aber das ist auch alles nicht unser Ziel hier wirklich. Gibt's hier was zum Abbauen erstmal? Also wir müssen unser Schiff weiter aufbauen. Das ist definitiv klar. Frachtraum ist zu klein in dem Sinne. Aber den gibt es ja auch hier unten in grün. Und da haben wir ja genug von. Frachtraum. Die Höhe muss erstmal an Breite. Ne, Breite ist schon okay. Höhe, bisschen niedriger. So möchte ich das machen. Ach, wir könnten ja auch. Also die Konstruktion, die wir letztens hatten, die war ja gar nicht verkehrt, ne? Mit diesen Teilen hier. Warte mal, mach den nochmal weg. Mach eine Spiegelachse an. So. Und dann den Frachtraum ausgewählt, aber in einer besonderen Größe. So, so, so. Der ist zu groß. Der auch. Der ist auch zu groß. So, die müssen wir dann noch drehen, wenn. Das gefällt mir auch noch nicht. Das ist vielleicht so bestens. Ja, so machen wir es. Den aus. Ich glaube, die sind jetzt. Oder ist das nicht? Wo muss ich gucken? Ne, die sind quadratisch praktisch gut. Das wollte ich gar nicht. So. Aber, nee, das gefällt mir auch nicht. Gibt's da keine Form, die ich haben möchte? Jetzt hat er das eingemacht und ich wollte es gar nicht. Ne, die Formen, die da haben, die gefallen mir nicht. Das bedeutet, wir müssen sie selber einstellen wieder. Höhe ist schon passend.
Das ist auch okay erstmal. So. So ist gut. Und dann noch länger werden. Kann ich da mal was sehen? Ja. So möchte ich das haben. Passt. Dann den. Kann man jetzt das... Das weiß ich gar nicht. So ist schon mal gut. Gespeichertes Design. Designt er dann, speichert er das ganze Design oder nur ein Teil? Kann man hier was ändern? Nein. Ja, das Ding, ne? Das sieht so aus wie das, was ich haben wollte. Oder wie sehe ich das? Oh, gibt's doch jetzt gar nicht, ne? So, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit dem Teil. So, Gerüstbau, super, das hat gut geklappt, ne? Frachtraum bitte einmal. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Das war der unterste links, alles klar. Jetzt müssen wir nämlich den machen. So. Unterste links wieder, Frachtraum. Den nochmal schließen. Dahin. Toll. Hat ja gut geklappt. Ich habe doch auf den Frachtraum geklickt, oder nicht? So. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus, ne? So. Da einen hin. Da einen hin. Und... Die Form wieder übernehmen. Frachtraum übernehmen. Passt. Schuss. Schuss. Ja. So. Spiegeln wir das noch? Ja. Haben wir jetzt hier noch Quartiere? Ja. Gitter machen wir aber erst dahin. Machen wir so. Und dann die Quartiere. Machen wir so. Passt. So, jetzt ist es mit der Drehgeschwindigkeit noch ein bisschen schwierig. Wir brauchen noch Mechaniker und Werkarbeiter. Aber wir müssen jetzt erst Korrekturdüsen und sowas anbauen. Gut, die wären schon mal das Richtige. Und die ziehen wir hier außen lang. So gefallen die mir nicht. So, oder? Oh, hier vorne korrigieren die besser. So. Das ist schon mal besser. Raus aus dem Baumodus. Wenn natürlich vielleicht erst... Ah, ist egal, wir haben ein bisschen Besatzung, geht also. Ey, wir haben überhaupt keine Bremse. Sup. Sup. Aber mein Schiff ist noch gar nicht gedreht wahrscheinlich, ja? Kann das sein? Okay. Versuchen wir mal dahin zu kommen zum Docken. Das ist diese Dingens. Ah, das könnte aber auch mein Zusatzmodul da sein, was das so schlecht macht, ne? Kann das sein? Okay.
Okay, wir kommen erstmal hier dran. Das ist ja unser Schiff da. Ist auf der anderen Seite, alles klar. Gut. Personal brauchen wir, Crew erneuern. Jetzt weiß ich gar nicht wie viel. Super, ne? Na, so viel brauchen wir nicht. Aber 6 können wir ruhig mal erneuern. Ach so, da wären auch noch Mechaniker gewesen. Okay, lassen wir erstmal so. Gucken dann da rein. Und 23 von 25 passt. Und wir haben 2 zu viel. Dann schicken wir die erstmal weg. Gut, dann sind wir schon mal soweit. Nee, das war auch doof. Die Idee hätten wir, die zwei hätten wir behalten können. Wir wollten ja noch bestimmt noch einen Abwracker haben, ne? Hm, hat wieder gut funktioniert. Nochmal 2 Leute einstellen. Passt, erneuern. So. Gucken wir nochmal rein. Hier haben wir nichts. Materialhandel können wir hier betreiben. Wäre vielleicht auch sinnig. Wir könnten natürlich hier jetzt einen Monet verkaufen. Verkaufen wir 10.000. Und kaufen dafür Eisen. Und sag schon. Kaufen wir erstmal das. Und dann da nochmal 5. Gut, passt. Jetzt sind wir auch flüssig mit den anderen Materialien auf jeden Fall, weil der Trägheitsdämpfer, der war ja nur, glaube ich, in Eisen, ne? Zu kriegen. So, was sagt er mir? Wir sind schwach, oder? Genau. Jetzt müssen wir gerade nochmal gucken, was bei uns schwach ist. Bergbaugeschützturm haben wir hier. Ausnahme nicht. Und den setzen wir einfach mal dazwischen. Nicht genug. Was war das? Nicht genug Slots für unbewaffnete Geschütztürme. Wo ist denn der? Ach so, wir haben irgendwo noch einen mehr sitzen, ne? Ach so, die sind 2 hintereinander hier. Okay. Tesla-Geschützturm, Tesla-Geschützturm und das ist der Abwracker. 144, 8, 98. 4,56. Ja, der muss weg. Kann man den jetzt ziehen? Nicht wirklich, ne? Aber den kann ich jetzt da einbauen. Bergbauarbeiter brauchen wir jetzt. Hier können wir raus, da können wir rein. Personal. Und die 2 sind da und es läuft. So, aber wir sind noch schwach für den Sektor. So, nochmal rein und das Ding ins Module angucken jetzt hier. Das ist auch komisch gemacht, dass man das da nicht sehen kann. Da ist irgendwas im Argen. So. Ja, Bergbau-Upgrade ist jetzt nicht unbedingt verlangt. Den können wir da jetzt mal einbauen. Und was machen wir jetzt? Q
gucken, welches Tor wir anfliegen. Jetzt machen wir mal das, was in Richtung Osten geht, das Tor, nehmen das mal mit. Ost, Süd, Ost, das ist das, was wir brauchen. So, dann fliegen wir da mal hin und decken gerade den Sektor noch neu. Und das war schon so ein komisches Geräusch. Wir sind hier alleine, ist nur ein Knotenpunkt. Das ist das Nordtor, ich brauche aber das Südtor. Das da. Dann nehmen wir das mal. Das Süd-Südwest-Tor. Dann machen wir richtig Gas hier mit dem Ding, ne? Okay. Hier ist schon mehr los. Nee, M, nicht B. Reparatur, Handelsposten, Handelsposten, okay. Ja, das ist unser kleines Schiff jetzt. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir hier machen. Ach so, da ist erstmal eine Aufgabe. Die gucken wir uns noch gerade an. Schwarzes Brett. Die brauchen 50 Solarzellen, alles klar. Und das andere ist hier das Ressourcendepot, ne? Genau. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Und hier sind die anderen beiden, die aber auch nichts haben. Gut. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, wollen wir die Folge hier beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.